Was? Meinst du, es gibt was Spezielles, Sammy? Meinst du, es gibt irgendwas jetzt Besonderes oder so? Ich weiß ja nicht. Ich weiß es nicht. Doch. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Mein Name ist Claudi, das hier ist Sammy und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich in unserer Welt. Ja, der kleine Mann ist ganz aufgeregt, denn es geht um die Zoroyal-Schatzkiste, die bei uns eingetroffen ist. Und die möchten wir mal zusammen aufmachen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Bitte entschuldigt die Kameraeinstellung, aber Sammy ist heute der Hauptakteur und alle Lichter und auch alle Kameraeinstellungen sollten auf ihn gerichtet sein, ne Sammy? Du bist nämlich heute hier der die Schatzkiste vorstellen möchte. Genau, Zoroyal bietet immer mal wieder diese Schatzkisten an. Die gibt es für Hunde und für Katzen. Ich habe tatsächlich für Hunde zwei geholt und für die Katzen habe ich eine geholt. Die für Katzen werde ich dir auch gleich zeigen, denn du kannst in diesem Video sowohl eine Hundekiste als auch eine Katzenkiste gewinnen. Und ja, du möchtest natürlich nicht die Katze im Sack gewinnen, wie man das sagen möchte. Und Sammy wird natürlich seine Schatzkiste jetzt auch ein bisschen austesten dürfen. Und ja, wir würden mal gerne starten, ne Maus? Ja. Das würden wir gerne mal machen. Also dieses Mal ist die Schatzkiste etwas kleiner, muss ich sagen, und auch leichter als sonst. Sie war aber meines Wissens nach auch ein bisschen günstiger. Und jetzt will ich Sammy gar nicht mehr weiter auf die Folter spannen. Tada! Hier haben wir so den ersten Blick in die Box. Meinst du, Sammy, wir wollen mal reingucken? Aber nur ein bisschen. Okay, hier haben wir so ein Informationsbriefchen mit einem Rabatt. Unser Komm-Wieder-Angebot. Mit Zoo-PS10 kannst du mit einem Mindesteinkaufswert von 59 Euro bis zum 31.10. 10 Euro Rabatt bekommen. Das ist gar nicht so verkehrt. Also ab und zu kann man da auch mal was sich holen. Jetzt durch die ganzen Schatzkisten, die wir so haben, ne, Sammy? Bist du eigentlich ganz gut versorgt. Ja. So, hier haben wir schon das erste. Und zwar ist das ein Spielzeug von Zoroyal, von der Eigenmarke. Ein Dentalspielzeug. Das ist tatsächlich auch gut gemacht für etwas größere Hunde. Ich weiß nur nicht, wie das funktionieren soll. Also so schaut das halt wirklich aus. Es ist blau und ich denke, man kann da was reinfüllen. Oder ist es einfach nur zum drauf rumkauen? Sammy, weißt du das? Extrem robust aus TPR, thermoplastischem Gummi, kiefer- und zahnfreundlich, nicht für Kinder. Kriegt man das da raus, Sammy? Muss man das Ding abschneiden? Na, brauche ich halt eine Schere. So. Ach, du möchtest jetzt machen. Das ist scharf. Okay. So, jetzt habe ich hier mal das Klebeding losgemacht. Okay, und das ist ein... Weiß ich nicht. Sammy ist eigentlich nicht so der Fan von diesen Arten von Spielzeugen. Der mag eigentlich lieber so Taue oder sowas. Und das hier drin, das fühlt sich halt echt an wie Plastik, ne? Nicht, dass es kaputt geht. Was meinst du dazu? Flash dich jetzt nicht so, ne? Ja, ciao. Ach so, er guckt, ob die anderen Boxen vielleicht offen sind. Ja, ja. Muss nicht sein. Okay, aber jetzt gehen wir erstmal rüber zu den Leckerlis. Hier haben wir auch von der Zoroyal Eigenmarke saftige Würstchen reich an Frischgeflügel ohne Zuckerzusatz. Da sind 8 Würstchen drin. Ich sehe auch immer zu, dass ich euch auch mal den Wert der Produkte einblende und hoch, ich lasse die flicken. So. Gut, dass ich mir eine Schere organisiert habe, Sammy. Ja, das sind halt sehr, sehr weiche Würstchen, die jetzt nicht unbedingt riesig sind. Riechen halt typisch, ne? Endlich kriegt Sammy das, worauf er die ganze Zeit gewartet hat. Futter. Futter, Futter, Futter. Man soll ja meinen, du würdest hier gar nicht zu essen kriegen bei uns, ne? Schmeckt gut. Das ist einmal kauen und dann weg. Noch ein. Der atmet es richtig ein, ne? Das ist echt krass. Ja, das hast du schon mal gut gemacht.
Wir gucken weiter. Da sind ja noch mehr Salamis, wollte ich schon sagen, noch mehr Leckerlis drin. Hier haben wir, auch von der Zurreal Eigenmarke, saftige Pastete. Da sind 175 Gramm drin mit Huhn und frischen Herzen. Das finde ich ganz cool, ne? Also sowas bekommt Sammy dann als Ergänzung zu seinem Trockenfutter, sage ich mal. Nehme ich dann quasi von diesem hier so die Hälfte für abends und dann kann er das halt probieren oder halt, ne, für das Mundgefühl ein bisschen mit dazu nehmen. Das finde ich immer ganz schön. Ja, und Huhn ist immer gut für den Magen. Deswegen, Sammy, da freuen wir uns doch drauf. Hier haben wir mal wieder Leckerlis. Die finde ich persönlich, die hatte ich auch schon mal, die finde ich nicht so geil. Auch von Zurreal Mini-Knochen, reich an Rind und Geflügel. Und ja, die sind halt wirklich sehr, sehr klein. Ne? Da sind jetzt drin 100 Gramm. Die kannst du auch so kaufen. Aber ich finde das doch, weiß ich nicht, naja, nicht so ganz. Ups, ey, was auf mit deinem Näschen? Nicht so ganz geeignet für Sammy. Also die schauen halt wirklich so aus, ne? Sehr, sehr klein. Sehr, sehr, sehr winzig. Ich meine, er nimmt sich das und er frisst das auch wohl. Ich mache das gerne gerade so im Sommer, wenn ich ihm Eis mache. Dann mache ich halt Wasser zusammen mit solchen kleinen Leckerlis und ein bisschen Trockenfutter, ein bisschen Nassfutter und ein bisschen Bierhefe oder sowas mit rein. Und dann kann er das halt so als Snack essen. Das ist immer ganz gut, aber im Großen und Ganzen mag ich eigentlich lieber für Sammy andere Leckerlis. Fragt mich nicht warum, die sprechen mich einfach nicht so an. Du sagst, hau rein, ne? Mehr davon. Mehr, komm. Komm, Frauchen, nicht so geizig hier mit den Viechern. Okay. So, hier haben wir jetzt auch noch einiges an Nassfutter zum Ausprobieren. Und zwar Zurreal mit Wildschwein mit 70% Fleisch und Innereien. Ohne Zuckerzusatz und ohne Getreidezusatz. 400 Gramm sind hier drin. Wildschwein finde ich immer ganz gut, weil es halt auch eine natürliche Geschichte ist, ne? Ja, man muss ja immer denken, unsere Hunde sind ja auch tatsächlich, die stammen vom Wolf ab. Auch wenn sie manchmal nicht so wirken. Aber, ne, die sind halt irgendwie, die dürfen auch ein bisschen natürlichere Sachen bekommen. Und, ja, gerne auch mal einen frischen Pansen oder sowas, da steht Sammy ja total drauf. Müssen wir demnächst mal wieder unsere Nachbarin fragen, die arbeitet nämlich beim Fleischer. Und da kriegt man sowas ganz gut her. Hier haben wir jetzt eine ganz große Tüte und zwar 1,5 Kilo sind hier drin. Gesundheit. Das ist Trockenfutter von Moon. Also, ne, hatten wir auch schon öfters mal in solchen Boxen drin. Das finde ich ganz cool. Moon Ranger ohne Getreidezusatz und das ist Premiumfutter Rind mit Kartoffeln, Sanddorn und verfeinert mit Naturkräutern. Okay, The Spirit of the Wolf. 70% aus tierischer Proteinquelle, 30% unter anderem Gemüse, Obst und Kräuter und ohne Getreidezusatz mit frischem Fleisch und hasse nicht gesehen, da läuft selbst mir das Wasser im Mund zusammen, wenn ich das so rieche, höre, lese. Da sind Flohsamen drin, Sammy. Hefe ist da drin, das ist gut, das ist bestimmt dann auch die Bierhefe. Das ist immer ganz gut für Sammys Fell. Also wir kennen ja Bierhefe für uns, für Haut, Haare, Nägel und sowas ist auch für die Hunde sehr, sehr gut. Weil Sammy ist jemand, der verliert halt schnell sein ganzes Fell. Nicht, dass er dann nackig werden würde oder so, ne? Aber Sammy haart halt extrem. Ich weiß nicht, woran das liegt, Sammy. Aber das hat er nun mal mit drin, ne? Die Tierärztin macht sich da keine Sorgen. Die sagt, oh ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Er haart einfach wie Bulle. Und gut, dass wir einen Staubsaugerroboter haben, ne, Sammy? Jojo, das ist auch dein Freund. Ja, wir gucken mal, wie das Futter so schmeckt. Es riecht auf jeden Fall richtig gut. Boah, das riecht mega angenehm. Das riecht nach Rouladen, Leute. Das ist total wahnsinnig toll. Riecht auch richtig so kräuterig und so. Boah. Und das sind halt so richtig solche Stückchen. Finde ich ganz hübsch, ne? Jetzt mal einen probieren. Echt? Das schmeckt dir? Das ist ja cool. Schmeckt ihm so gut, dass er dann, wenn er sich das aus meiner Hand rausnimmt, sogar nochmal mit der Zunge nachlegt. Dann ditscht er immer so mit der Zunge an meine Finger. Das ist ganz niedlich. Da kannst du ruhig ein bisschen was von essen. Das ist ja nur Trockenfutter, ne? Das sind ja keine Leckerlis, Maus. Das ist ohne Getreidezusatz. Ist das nicht der Wahnsinn? Mehr?
Nom, 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 nom. Einen hätte ich noch, wenn ich darf. Möchtest du? Lecker? So. Ja, dann würde ich sagen, wir schauen mal weiter, was hier noch in der Kiste drin ist. Ja, das hier ist im Prinzip für für danach ganz gut geeignet, und zwar Kotbeutelspender. Da hast du 12 Rollen und einen Kotbeutelspender mit drin. Das finde ich toll. Ich bin echt eine von denen, die die Kaki, wenn Sammy draußen Kaki macht, immer schön aufsammelt und sowas dann auch schön in Restmüll packt. Ne? Sowas gehört nicht in die Biotonne, sondern in den Restmüll. Musste ich auch selber erst lernen. Ja, wir haben zwar so einen Kotbeutelspender, aber den kannst du dann auch noch zusätzlich machen. Dann hat. Möchtest du einen haben? Das sind aber Kaki-Beutel, Sammy. Nee, das ist nicht so lecker, ne? Das sind halt rote Kaki-Beutel. Ja, wer kennt sie nicht? Kommt in meinen Restmüll. Und ja, also was gehört in Restmüll und nicht in die Biotonne. Jo, cool. Deine sind auch bald leer, Sammy, ne? Aufgebraucht. Kann Sammy auch bald mal ein Aufgebraucht-Video drehen. Okay, wir haben hier noch ein bisschen Nassfutter. Das sind Grillhappen, reich an Huhn mit Gemüse an Paprikacreme. Okay, ob das gut ist? 150 Gramm sind da drin. Ich dachte, Hunde dürfen kein Paprika aufgrund von Säure oder so, ne? Magst du Paprika? Hast du schon mal Paprika gekriegt von uns? Nein. Jo, kannst du mal probieren, ne? Mit Verdauungskomplex. Was ist da Spannendes drin, Sammy? Nix. Paprika. Und Zucchini ist da auch drin. Oho. Ja, das kann was werden. Dann haben wir hier auch noch mal von Moon Ranger Lamm mit Pastinake und Brombeeren. Spirit of the Wolf. 68% scharf scheint da drin zu sein. Das sind 400 Gramm. Sammy hat die Position gewechselt. Aber hier ist noch was für dich, Sammy. Mini-Salamis. Möchtest du wieder davor nehmen? Komm, da. Komm hier. Ja, noch mehr. Fleischig herzhaft, 24 Stück. Frauchen soll es aufmachen, ne? Das ist so ein Kartönchen. Ach, guck mal, das ist auch so eine Mini-Winnie-Würstchenkette. So nenne ich die immer. Die hängen halt alle so zusammen hier drin, ne? Ja, tut mir leid, das Licht ist ein bisschen schlecht hier. Aber wir geben unser Bestes. So, drehen wir das einmal ab. Die sind jetzt etwas härter. Oh, muss ich auch nehmen. So vorsichtig, da fällt Ihnen das direkt aus dem Mund. Aber trotzdem so schnell aufgegessen, ne? Ne? So, einen haben wir hier noch. Zur Royal Charlies Naturkost. Huhn mit Kartoffeln und Sonnenblumenöl. Mit 68% Huhn und heimischen Proteinquellen. Ohne Zusatz von Getreide, ohne Zusatz von Zucker. Das sind 400 Gramm und das hier ist halt nochmal so eine schöne Nassfutterdose. Also das war jetzt, glaube ich, ja, das war der Inhalt von der Zoo Royal Hundebox. Und Sammy kriegt noch ein paar von diesen Moon Ranger Trockenfutterviechern. Nom? Tja, Maus, da siehst du jetzt deine ganzen Sachen vor uns liegen. Ich glaube, es hat sich schon mal wieder gelohnt, ne? Also sonst war irgendwie mehr drin. Gefühlt haben die irgendwie jetzt weniger reingepackt. Ich weiß es nicht. Sonst hatten wir irgendwie viel, viel mehr Leckerlis auch mit dabei. Du hattest auch verschiedene und mehrere von diesen Trockenfuttergeschichten. Das haben die irgendwie reduziert. Das ist schade, sag, ne? Ja. Futter? Danke. Ist gut gemacht. Jetzt legen wir kurz eine Trinkpause ein und dann kommen wir zur Katze. Tja. Sammy wollte keine Trinkpause. Er ist wieder reingekommen und hat gesagt, so, also mit seiner Körpersprache, er hat sich hier hingesetzt und will weitermachen. Ich fress dich irgendwann noch ab. Du willst mehr, ne? So, jetzt werden wir einmal die Katzenbox auch auspacken, weil die kannst du ja auch hier in diesem Video gewinnen. Das ist die Zoo Royal Schatzkiste für Katzen. Und da gucken wir doch einfach mal rein. Vorsichtig, Sammy. Der Kartoffel geht auf. Vorsichtig.
vorsichtig. So, in der Katzenbox, die du hier in diesem Video gewinnen kannst, ist drin auch wieder dieser 10-Euro-Gutschein. Dann haben wir Rasselbälle. Dann haben wir einen Kurvenball. Okay. Ich bin jetzt kein Katzenhalter, deswegen kann ich euch da nicht viel zu sagen. Ich halte euch das jetzt einfach in die Kamera, ne? Rind und Huhn von Zoo Royal Minkas Naturkost, 68% Rind und Huhn, 400 Gramm Nassfutter. Sammy passt ganz gut auf. Zoo Royal Delikate Stückchen, 400 Gramm. Oh, das ist etwas zerdetscht. Feine Pâté, 85 Gramm von Zoo Royal. Das ist etwas in Mitleidenschaft gezogen worden. Dann haben wir zweimal Katzenmilch, je 200 Milliliter von Zoo Royal. Minkas Naturkost Pute, heimische Proteinquellen, 68% Pute, 100 Gramm. Genusspastete, 85 Gramm von Zoo Royal. Knusperkissen mit Lachs von Zoo Royal, 70 Gramm. Katzenschleckis, viermal mit Geflügel, Leber und Taurin, viermal mit Lachs und Omega-3-Fettsäuren, 8x15 Gramm. Katzengrillis mit Rind, 8x5 Gramm von Zoo Royal, also das ist so groß. Ein Vitalmenü mit frischem Geflügel, 750 Gramm. Und von Zoo Royal 8x Grillmenü, 2x Geflügel, 2x Truthahn, 2x Rind, 2x Lachs. Das sind vier verschiedene Sorten, also 8x 85 Gramm. Ich gucke mal, ob ich euch hierzu auch den Gesamtwert mal raussuchen kann und dann blende ich euch den mal ein. Ja, wenn du an der Verlosung teilnehmen möchtest, dann nimm einfach für die Hundebox den Hashtag Hund und für die Katzensachen oder die Katzenbox den Hashtag Katze. Und ja, dann läufst du automatisch in den Lostopf mit rein. Ja, das war jetzt tatsächlich unser Video und klein aber fein, würde ich mal so sagen, weil die Kiste war auch nicht so gut gefüllt, Sammy sagt, ne? Ja, aber das war's. Das war's. Sammy meint nicht, dass es schon das war. Noch mehr. ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von uns. Sich voll erschrocken. Sammy, wo kam die Hand denn auf einmal her? Wo kam das denn auf einmal her? Entschuldigung. Ja, ich verlinke dir einfach mal hier oben die Playlist zu den ganzen Sammy-Videos, hier unten den neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!